Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu C. So, heute geht es um Konstanten, wie ihr wahrscheinlich der Überschrift schon entnommen habt. Und ja, was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen uns einfach sagen, okay, Konstanten sind Variablen, die man nicht verändern kann. Das macht Sinn, zum Beispiel, wenn ihr in eurem Fenster, also zum Beispiel hier diesem gEdit, wollt ihr zum Beispiel definieren, ich hätte gerne eine Breite und eine Höhe und die dürfen sich nicht ändern. Dann habt ihr Konstanten, zum Beispiel, oder die Variable Pi. Pi ist was, was man relativ häufig braucht und deswegen packt man das eigentlich ganz gerne mal in Konstanten. So, die erste Möglichkeit, die ihr jetzt habt, ihr nehmt einfach hier ein Integer, nennt den Pi, die schreibt man normalerweise groß und sagt, kein Integer, Entschuldigung, ein Float natürlich oder ein Double, je nachdem wie genau ihr es wollt, sagt Pi ist 3,14, das muss erstmal reichen, mehr weiß ich gerade nicht. Ich weiß, ich bin ein schlechter Mensch. Und jetzt habt ihr hier eine Variable, die Pi heißt. Okay, diese Variable Pi kann man natürlich noch verändern. Zum Beispiel kann ich jetzt hier 1 drauf addieren. Und genau das wollen wir verhindern, denn auf Pi kann man nicht einfach 1 drauf addieren. Pi ist Pi. Mein Gott. Okay. Deswegen kann man hier vorne dran sagen, const. Und ja, wenn ich jetzt hier const vorne dran sage und dann hier unten irgendwie probiere, was drauf zu addieren. Zum Beispiel hier sage ich mal const. Nicht const. Sage ich jetzt einfach mal Pi gleich Hans plus 2. Zum Beispiel. Damit hätte ich jetzt in der normalen Zahl 2 auf Hans drauf addiert. Da das jetzt hier allerdings eine Konstante ist, kriegen wir hier einen Fehler. Error. Assignment of read-only Variable Pi. Das bedeutet, ich weise etwas meiner Variablen zu, die eigentlich nur gelesen werden darf. Read-only bedeutet, sie darf nur gelesen werden, sprich, es ist eine Konstante. Ich darf lesen, was drin steht, nämlich 3,14. Ich darf es auch benutzen, aber ich darf nichts drüber schreiben. Und deswegen ist es eine Konstante. Funktioniert wunderbar. Allerdings werden wir Fälle sehen, da wollen wir Konstanten haben, die nicht nur innerhalb von dieser Methode hier gültig sind. Das ist eine Funktion im Prinzip, wenn man es genau nimmt, keine Methode. Sondern auch noch in anderen Klassen oder in anderen Funktionen oder was auch immer. Und deswegen sagen wir, wir hätten es gerne hier oben schon definiert. Für immer. Immer, immer, immer. Weil Pi ändert sich nicht. Und ja, was man jetzt sagen kann, ist hier oben, direkt unter zum Beispiel include, machen wir ein bisschen Platz. Platz machen dürft ihr übrigens so viel ihr wollt. Und schreibt hier Hashtag oder Teppichzeichen oder Raute, je nachdem wie ihr es nennen wollt, define und dann euren Variablennamen, zum Beispiel Pi, und hinten dran den Wert, also 3,14. So, und jetzt brauchen wir kein Gleichheitszeichen oder sowas, das ist quasi einfach wie so eine eigene Zuweisung. Das Ganze nennt sich Präprozessor-Direktive. Präprozessor, weil vor dem Prozessor, also noch vor allem anderen, also wir machen das quasi als allererstes. Okay, und das ist eigentlich auch schon alles. Jetzt haben wir hier die Variable Pi zugewiesen und wenn wir jetzt uns das mal angucken, dann kriegen wir 2 Fehler sogar, denn wir haben hier unten schon ein Pi stehen, das heißt, wir kriegen hier logischerweise einen Fehler. Schmeißen wir das also raus, denn Pi haben wir ja jetzt schon und probieren es auch gar nicht erst zuzuweisen, das funktioniert auch nicht, denn das Ganze nennt sich jetzt hier Makro. So, und jetzt fixen wir das hier nochmal kurz. ABC ist ein Double, also %F. Okay. So, und wenn wir es jetzt laufen lassen, dann sehen wir, hat alles super funktioniert. Ich kann es sogar ausgeben, wenn ich jetzt zum Beispiel, halt, stopp, es ist ein F. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel mit P, I einfach beides groß geschrieben, so wie der Name hier steht, kann ich drauf zugreifen und kann das Ganze ausgeben. Hier steht dann 3,14000. Okay, wunderbar. Das heißt, wir haben uns jetzt Konstanten definiert und das war doch eine ganz, ganz einfache Sache. Einfach Konst vorne dran schreiben oder dieses Hashtag define da oben. Ihr könnt sogar sagen, dass ihr generell jede Variable hier oben definiert, also Konstante hier oben definiert und dann einfach mit denen weiterarbeitet. Die sind nämlich sehr tolerant. Okay, wunderbar, ich hoffe, es hat euch gefallen mal wieder und ja, wir hören uns beim nächsten Mal, wie immer. Bis dann, ciao.